Hi Leute, das Sanu hier. Die aktuelle Fahndung ist am Start und wir sind an unserem dritten Ziel angelangt und müssen, was ich aber ein bisschen komisch finde, wir müssen Jack Arnold retten. In der letzten Season haben wir ja mich gerettet. It is what it is, ne? Deswegen ab retten wir Jack Arnold und ja, let's do this. Wir müssen zum Washington Monument, das ist unser erster Step. Und geht das Ganze mit einem Umbra-Set an. Ich liebe Umbra. Kann nicht oft genug sagen. Okay. Da haben wir wenigstens ein bisschen Zeit, um Memento zu stacken. Die Drohne ist einfach dabei, um ein bisschen Aufmerksamkeit von mir wegzunehmen und Gegner zu verwirren. Wo es hier halt eigentlich scheißegal ist, was man hier noch zusätzlich nimmt. Das Schild ist ganz geil, weil man mit Umbra, klar, ne, durch das in die Deckung rein, aus der Deckung, ist halt geil, wenn man ein Schild hat, dann kann man so direkt aus der Deckung raus und so direkt wieder rein. Das finde ich ganz nice, vom Spielstil her. Und Heilung braucht man eigentlich so gut wie nicht, da die Heilung von Umbra eigentlich ausreicht. Aber wäre die Heilung mit dem Umbra-Rucksack noch ein bisschen höher. Aber Memento ist da auch, wisst ihr selbst, ne? Besonders wenn man solo unterwegs ist, ist Memento einfach eine Macht. Oh. Schön stehen bleiben. Ich finde die Minitanks, wenn die ihre Granaten schmeißen, fast noch schlimmer als Hunde oder Drohnen. Hat von gesprochen, sending die UAVs. Und wo kommen sie? Ah, okay. Da seht ihr, im Normalfall ist das absolut ausreichend. Oh. Und sollte nur nicht zu viel getroffen werden. Ja, jetzt hat er die natürlich alle aufgerafft. Oh fuck, keine Muni mehr. Okay, keine Muni ist bitter. Dann müssen wir anders raus. Nein. Ah, da gab es wieder ein bisschen was.
Schlimmste, wenn ihr im Kampf die Muni ausgeht. Okay. Incoming hostiles detected. Lass mal kurz ein bisschen was holen. Kontrollpunkt hier finde ich auch nice. Monument. Irgendwann würde ich den mal gern dahin. Ich glaube, da wäre eh für viele von uns sehr, sehr krass, die seit Jahren Division spielen und die, keine Ahnung, seit durch New York laufen oder seit durch Washington laufen und so ein paar Straßenzüge und so ein paar Sachen einfach wiedererkennen, als ob sie hier groß geworden wären. Ernsthaft? Okay. Komm, Rocky. Fehlt nicht mehr, bis wir zum Recruiter kommen. Der Patch ist halt einfach nice, ne? Okay. Wir müssen ins Kopfgeld. Oh. Ich hasse die Area eigentlich hier für Kopfgelder zu machen, so. Man ist gespickt mit Aktivitäten hier rund ums Monument. Aber ich finde, da sind, keine Ahnung, das Navi ist halt einfach eine Katastrophe. Ne? Das ist einen gut durchzulotsen, steht man so oft vor verschlossenen Toren und muss doch drumherum laufen. Deswegen, naja.
So, schauen wir mal, ob das hier vielleicht ein bisschen besser gelöst ist jetzt. Okay. Area locked down. Und baue auf. Genau die richtige Stelle. Ein bisschen Moorhund schießen. Komm raus aus der Deckung. Ach, ich find's nicht. Muss ich treffen? Und ihn nicht vergessen. Und jetzt stehen wir hier, ne? Dass der Navi dann direkt sagt. Aber ihr seht, was ich meine hier, ne? Das ist wirklich scheinbar so ein kleiner Irrgarten. Was für ein alter Mann wie mich ist das nichts. So. Okay, passt das? Hätte passen können, aber ja, dann gehen wir hier hoch. Wenn es denn funktioniert. Okay, und nun? Okay. Ich komme hier immer durcheinander. Okay, that's your target. Bleiben wir hier in der Area? Ich glaube, sieht ganz gut aus. Und ich gebe mir gleich ein bisschen, was die
Aufgaben angeht, Richtung Linken. Oh. Dann okay, ab zum Mast. Dann gehen wir zum Laden. Mal schneller da. Gut, kann ich mir gut vorstellen, dass die letzte dann hier im Lincoln Memorial ist. Was eine sehr, sehr coole Mission ist. Wieder länger dauert. Oh. Okay. Kommt die Drohne. Glaube, ist er noch hochgelaufen, oder? Cool. Nein. Fuck, ich wusste es. Der Hund. Der Hund habe ich gesniped. Komm, Officer. Da oben gibt es nichts. Gib mich auf. Da oben war nichts für dich. Ja. Okay. Glück hat er sich gar nicht mal so für mich interessiert. Komm, da kann die Drohne sich kümmern um den oben. Oder auch nicht, ist einfach despawned. Was passiert mit ihm? Okay.
Oh ja, weiter geht nicht. Und das passiert halt auch immer, wenn du hier am Mast am Kämpfen bist, ne? Dass die Gegner einfach dahinter spawnen oder da hinten hinlaufen. Oh. Und du dann quasi raus musst, um sie abzufangen. Ja, die Drohne ist eher zum Ablenken gegen den Gelben. Braucht die gefühlt ewig. Müssen wir doch raus. Okay. An der anderen Seite ist okay, glaube ich. Nur die Seite hier, da spinnen die ein bisschen. Ja, böse. Ja, das ist nicht cool. Oh, fuck. Aber wieder keine Muni. Oh, das ist nicht cool. Das ist uncool. Ja, müssen wir es so regeln. Jawohl. So, ich liebe meine Kühlebré. Mal wieder Muni. Oh mein Gott. Agent, we tracked Jack to the site of crash drone. We'll get you the coordinates. Oh, Rogue Agents? Oh wow. No, 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 no. Tak, super. Eliminated.
Bis zum Mais reicht es wirklich aus, wenn die, die Drohne muss nicht viel Schaden machen. Aber es reicht, wenn die manchmal hin und wieder ein bisschen die Akku auf sich zieht. Und ihr dadurch ein bisschen mehr Raum habt zum Atmen. Oh, sorry. Oh, na gut, Dinge sind drei, gell? Oh, jetzt hab ich den Kram mitgenommen, ohne klein zu machen. Okay. Romeo 2. Oh, doch, okay. Mal gucken, dann gehen wir zu Tidal Basin. Oh, sorry, Leute. Peter Pebble Pecker. Und rote Mobs sind halt okay, ne? Rote Mobs, kann die Drohne noch mal gut alleine auseinandernehmen. Also wie wohlgemerkt, ne, mit den wenigen, ich habe nur einen Fertigkeitenrang, beziehungsweise zwei über die Spezialisierung. Da reicht das dicke aus, ne? Geht ja primär ums, ums Schild. Weil Schild haben wir ein richtig gutes tatsächlich durch die ganzen blauen und blauen Rüstungskerne und die Fertigkeitenränge, die beiden. Jetzt hier durch. Es war verrückt. Ich glaube, müssen wir hier oben. Wieder diese Laufwege. Wo sind die anderen? Oh.
Danke, spottet, sehr gut. Dann brauchen wir wenigstens nicht mehr hier weg. Und dann hier bleiben. Oh, fuck. Okay. Das war gut. Hier sind wir mit am gefährlichsten, wenn man es nicht schafft, rechtzeitig hinten auf die Arschtasche zu schießen. Weil sonst, sonst holen die dich ganz schnell weg mit dem Granatwerfer. Okay, aufgespürt, bestimmt Linkem. Capitol Hill. Okay. Kapitol. Okay, nice. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann ab ins Kapitol. Cooler Scheiß. Richtig. Danke. Wie geschmeidig er sich darüber rollt, ne? Oh. Oh, werde ich dauernd geblendet? Was ist los? Seht ihr? Schön beschäftigt, dass der scheiß Granatfuzzi mir mich nicht genervt hat. Bräuchte gleich mal Muni, habe ich gesehen. Oh ja. Ja, nicht übertreiben.
Okay, da war gut. Nee. Die Location ist halt einfach geil am Capital, ne? Langsam mal hier hochfighten, das ist schon geil. Rein. Wieder raus. Ne, doch eins höher. Okay. Dann der normale Weg. Okay, was fehlt? Ach, ich habe das Seil nicht gesehen. Okay, klar, rückwärts. Ein bisschen verwirrt. Sehr nice. Fuck. Oh, das ist richtig uncool. Das ist richtig uncool. Oh, ich muss weg. Oh, ich muss weg. Das waren 1-2 zu viel. Wird ein bisschen wild jetzt. Dann holen wir ihn wenigstens schon mal weg.
Habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, wo die da alle rausgekommen sind. Ich hätte mich doch schön direkt auseinandernehmen können da. 16 Taktik, schönes Ding. Okay. Oh, die Pussy ist aber doof. Müssen hier. So. So. Gute Knuddel. Jetzt bist du Videoknuddel. Knuddel organisiert mit Silver und mit Paula im Discord haben wir es auch nochmal gepostet. Immer schön ein paar Läufe in der Incursion. Die rennen die permanent. Wer da von euch Bock drauf hat, Hilfe braucht, vielleicht noch gar keinen Abschluss hat oder einfach die Ouroboro haben möchte, einfach mal in den Discord kommen zu uns oder halt Mr. Knuddel anschreiben oder einen von den anderen. Im Discord regelt man das. Am besten da ist halt, was die Kommunikation angeht, die deutlich bessere Plattform. Und ja. Hat sich gerade schön angeboten. So. Okay, ich stehe gerade nur ein bisschen am. Ah, ne, okay. Und schön, wie lange der Umbra-Buff einfach hält. Der Offensiv-Part. Geil, durch diese Hallways am Ballern. Das ist nice. Heidi Bullseye Beber. Ja. Wo hängen die? Oben. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein.
Na. Die kommen wieder nicht runter, ne? Dann gehen wir eben hoch. Oh, ich sehe nichts. Reinfeier. Hey, laden wir Umbra auf. Hier kommen ziemlich viele raus. Ist das hier schon der Endkampf? Oh, noch geht's. Und hier oben? Okay. Ja, das sieht gut aus. Das ist unser Endkampf. Hab mich da umlaufen. Sehr gut. Oh, die ist mal kurz despawned. Wo ist sie hin? Die ist kurz gedespawned. Okay, oh. Hat sich überlegt, woanders zu spawnen, um mir eine Überraschung reiten oder was? Dann machen wir das. Was gab's? Eine Charmeleon. Aber eigentlich ein ganz guter Drop, ne? Klar, ein Gearset, eine Exo und zwei benannte Waffen. Von denen ich beide tatsächlich noch schön spenden kann. Damit nochmal klein. Jack Arnold treffen. So, dann. Ab ins Schlösschen. Oh, hi. Mel would have killed Manny if he didn't send you after me. After Kenley, they've kept me on a pretty short leash. Pretty sure Mel's gonna put a GPS tracker in me if I go missing again. Thanks again. If you need me, I'll be running the storage. Alles klar, nice. Storage haben wir ab, das Lager haben wir geupgradet. Jetzt müssen wir auch mehr Inventarplätze haben und so. Mehr Kistenplätze. Dafür haben wir dich gerettet. Für mehr Inventar. Mein nice Wert, ja, ne? Aber wie gesagt, ich persönlich denke ja, das ist ein leidiges Thema von vielen von uns. Ich denke, spätestens zum DLC wird sich dahingehend was tun müssen.
Deswegen schauen wir mal. Ja, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wem es gefallen hat, bitte Abo, Like da lassen. Schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und das war die aktuelle Fahndung. Ich sage bis zum nächsten Video. Vielen lieben Dank nochmal und bis dahin. Ciao.